Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Spiegelblick, wo wir jetzt auf dich und dein Gegenüber draufschauen. Bedenkt aber bitte, es ist immer eine Allgemeinlegung, kann nicht für jeden hundertprozentig zutreffen. Du wirst aber natürlich merken, wenn du damit in Resonanz gehst oder nicht, ne? Ob es deine Legung ist oder nicht. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, so eine Spiegellegung bei mir zu buchen, auf dich und dein Gegenüber, um da ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen. So. Als allererstes werden wir hier jetzt mal den Kopf des Käfers machen. Wir machen ja immer so in der Jahreszeit, in der Hälfte der Jahreszeit so einen Glückskäfer, ne? Und ich werde mir natürlich auch so um die Winterzeit dann etwas anders wieder einfallen lassen, wie wir dann den Spiegelblick machen in der Zeit. Aber jetzt wollen wir erstmal drauf schauen, was hier bei dir und deinem Gegenüber los ist. Ja, manchmal können die Rollen auch vertauscht sein, ne? Manchmal kannst du dich auch hier wiederfinden auf der männlichen Seite, wenn du eine Frau bist, oder als Mann auf der weiblichen Seite. So, und da schauen wir jetzt erstmal in den Kopf des Käfers rein und wollen fragen, was habt ihr denn beide gerade bezüglich für ein Thema zu euch zueinander? Was für Thema ist euer beiden Thema gerade? Es kann sich hier wirklich um ein Ende handeln oder um dass etwas zu Ende gegangen ist oder auch um eine Transformation. Dann haben wir die Königin der Münzen. Ja, ich habe so wirklich das Gefühl, vielleicht ist hier wirklich was bei euch zu Ende gegangen. Oder es geht jetzt wieder darum, wenn etwas zu Ende gegangen ist, das wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Also, ne, dass jetzt hier das Ganze wieder, dass ihr das wieder aufleben lasst. Ja, eine Transformation sozusagen gemacht wird. Ne? Ja, dass man hier ganz einfach mal in den Feuerring reinspringen tut, dass man in so einer Stimmung ist. Also ich habe so das Gefühl, man möchte das hier gerne wieder aufleben lassen. Oder es geht darum, ob man das jetzt wirklich beendet oder ob man was Stabiles draus macht. Na? Gut, was für ein Thema hat er bezüglich dir gerade? Okay, also hier ist auf jeden Fall eine schicksalhafte Veränderung. Die Räder drehen hier, ne, die drehen gerade hier in die richtige Richtung. Und es geht jetzt darum, dass er auf dich zukommen soll, ne, und um das Ganze mit dir hier wieder in was Stabiles reinzubringen. Ja, man ist hier in der Stimmung. Man ist in einer Stimmung, auf dich zuzukommen. Und das ist so, wie wenn das Schicksal das gerade möchte. Ne, dass er hier jetzt einfach mal diesen Schritt auf dich zumachen tut und dass er auf dich zukommt mit seinem Pferd, mit seinem Auto, mit was auch immer, mit einer Nachricht, ja, und dass er hier in deine Richtung kommt und das Ganze hier wieder zum Wachsen bringt. Ne? So, dann schauen wir mal, was ist dein Thema bezüglich ihm gerade? Oh, ja. Also bei dir kann es ja wirklich sein, dass du entweder wirklich noch gebunden bist an jemanden, ne? Also es geht hier darum, dass du an etwas gebunden bist. Oder es geht natürlich auch hier darum, ja, dass man hier das Gleichgewicht finden muss in der Angelegenheit, ne? Das ist ja deine Energie in seine Richtung, sich gefangen fühlen. Vielleicht fühlst du dich in der Energie von ihm gefangen. Ja, vielleicht denkst du aber auch selber drüber nach, vielleicht bist du hier selber noch vergeben in einer Verbindung, Beziehung oder was auch immer, oder getraust dich hier nicht so richtig raus aus diesem Käfig, ne, den du dir vielleicht auch manchmal selbst auferlegt hast. Und es geht jetzt darum, das richtige Gleichgewicht in der Sache zu finden mit dir und diesen Menschen. Dann habe ich nämlich hier auch den Magier, dass ja, du kannst etwas, du hast ja alles dabei, du kannst etwas tun. Du kannst etwas tun, aber du hast ja Angst, irgendwie verraten zu werden. Vielleicht hat ja dieser Mensch hier schon mal so ein bisschen dein Herz gebrochen, ne? Und du weißt jetzt nicht so richtig, ich weiß nicht, soll ich mich da noch mal drauf einlassen auf die ganze Sache, ne? Weil es muss dann halt hier wirklich geben und nehmen im Einklang sein mit mir und diesen Menschen, ne? Weil hier auf Verrat verraten zu werden, wieder diese schweren Gedanken zu haben, das möchte ich definitiv nicht, ne? Oder besser gesagt, nicht mehr. Schauen wir mal seine Gedanken an in deine Richtung. Was denkt er denn, wenn er an dich denkt? Ja, guck mal, dieser Mensch, der möchte hier, dass sich diese ganzen Ängste, diese ganzen Unklarheiten zwischen euch auflösen, ne? Er hat hier noch Hoffnung. Also dieser Mensch hat hier noch Hoffnung, dass hier diese Blockade weggeht. Was ist denn hier blockiert bei euch? Was ist denn hier blockiert?
entweder die Sexualität oder sich vielleicht auch hier zu treffen oder Frieden in eine Sache reinzubringen. Ne? Also hier ist gerade eine sehr starke Belastung zu sehen bei euch oder besser gesagt bei diesen Menschen. Und er hofft, er glaubt noch daran, dass das, was hier zwischen euch ist, diese Blockade, dass das hier friedlich gelöst werden kann. Ne? Weil er möchte diese Harmonie wieder mit dir und darüber macht er sich gerade Gedanken in deine Richtung. Was für Gedanken hast du denn gerade in seine Richtung? Also du würfelst mit der Maske hier noch, ne? Also du hältst ja auch deine Wünsche gerade zurück. Du schaust dir wirklich auf die Zeit, was du dir mit der Zeit auch wirklich wünschen möchtest. Du möchtest definitiv nicht enttäuscht werden. Vielleicht bist du hier auch noch enttäuscht über diesen Menschen und würfelst gerade noch, ne? Also du weißt auch noch nicht gerade so richtig, was du machen sollst. Du machst hier gedanklich eine Neuausrichtung, weil sich hier etwas verändern muss, ne? Also hier muss eine Veränderung her. Ja, definitiv muss hier eine Veränderung her. So, mit den Masken ist es ja auch so, dass hier noch, ja, du hältst hier auch so ein bisschen noch etwas zurück. Also wenn er wirklich schon auf dich zugekommen ist, dann bist du dir hier noch nicht sicher, ne, was du hier machst. Deswegen hältst du hier noch Entscheidungen zurück in seine Richtung. Ne? Da willst du dich noch nicht ganz so drauf einlassen. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal die Gefühle an, dieses Menschen. Was hat er denn für Gefühle in seine Richtung? Also die Gefühle schaut er sich natürlich auch an. Ich habe hier auch die Zahl 44. Und er schaut hier sich erstmal die Kommunikation an. Vielleicht geht er erstmal in Kommunikation mit seinen Gefühlen. Ne? Vielleicht schaut er aber auch erstmal, wie die Kommunikation zu dir und diesen Menschen ist. Er hat definitiv hier noch Hoffnung. Ich habe hier eine ganz, ganz große Hoffnung bei ihm hier drin. Er schaut sich seine Gefühle gerade an. Er schaut sich die Kommunikation mit euch an, ob das Ganze hier überhaupt noch Hoffnung bringt. Ne? Und das ist auch die 6 der Münzenenergie hier. 6 der Münzenenergie, das ist eigentlich die 7 der Schwerterenergie. Ja, ne? Man versucht hier auch diese Schwere hier so ein bisschen rauszubekommen, ne? Diese Vergangenheit. Und man möchte vielleicht auch nochmal über die Vergangenheit mit dir reden. So, jetzt schauen wir mal an deine Gefühle. Also in seinen Gefühlen ist eine große Hoffnung noch da. Wie sind denn deine Gefühle zu ihm? Also du hast hier schon harmonische Gefühle in seine Richtung. Du hast auch tiefe Gefühle mit den Fischen. Ja. Aber du bist auch enttäuscht. Ja, also ich habe hier so eine gewisse, ja, du möchtest dich halt nicht täuschen, du möchtest nicht enttäuscht werden. Ne? Und das ist halt wirklich dein Ziel. Ne? Da irgendwie, du hast irgendwie Angst, enttäuscht zu werden. Ja, und bist vielleicht auch hier noch so ein Stück weit enttäuscht über ihn oder misstrauisch in den Gefühlen. Ein ganz gewisses Misstrauen ist hier dabei. Ja, weil du möchtest hier nicht mehr verraten werden, verletzt werden, belogen werden oder sonst irgendwas. Ja, Misstrauen ist ja dabei und du würdest schon gerne nochmal das Ganze mit ihm erfolgreich machen. Ne, du hast eigentlich schon eine positive Energie in seine Richtung, aber auch ein gewisses Misstrauen. Ne, und das ist ja auch nicht falsch. Misstrauen, wenn man vorher immer wieder belogen wurde, verraten wurde, verarscht wurde oder sonst irgendwas, ne, ist da wirklich gut. Aber bei den meisten ist es halt so, man liebt halt diesen Menschen, ne? Aber man muss halt wirklich gucken, dass es halt nicht in ein toxisches Verhalten reingeht. Ne? Das ist wichtig. Wenn dieser Mensch wirklich bereit ist, etwas hier zu machen, damit das diesmal gut bei euch wird, dann ist das okay. Aber wenn hier sobald wieder diese Toxizität oder sowas reinkommt, dann nicht. So, jetzt möchte ich wissen, was denkt dieser Mensch so, wie soll es weitergehen bei euch? Was gedenkt dieser Mensch so zu machen? Also entweder geht es hier um Umzug, um eine Reise, damit sich was verändert. Er möchte sich auch auf dich zubewegen und möchte das Ganze mit dir hier in ein Wachstum reinzubringen. Es kann natürlich auch sein, dass dieser Mensch, dein Herzensmensch, auf den du gerade schaust oder der hier liegt für dich, dass dieser Mensch hier versucht, diese ganze Sache wieder in eine Heilung zu bringen, die bei euch passiert ist. Ne? Und das möchte man hier durch Kommunikation erlangen. Ne? Vielleicht hat man sich auch gerade hier an einen Berater gewendet, in der ganzen Hinsicht, das kann ja hier auch sein. Er möchte wieder Wachstum in eure Verbindung reinbringen. Er hat Sehnsucht nach dir. Er möchte hier alles, was vielleicht auch so ein Stück weit falsch gelaufen ist, möchte er wieder richtig stellen.
So, jetzt schauen wir mal bei dir rein. Was denkst du denn vielleicht so in seine Richtung hier zu unternehmen demnächst? Oh, okay. Also du möchtest hier deine Sicherheit haben. Und wenn er dir diese Sicherheit nicht gibt, dann bist du weg. Dann senkst du dich davon ab. Na? Also definitiv. So kriege ich das hier rein. Weil du richtest dich neu aus. Na? Also wenn er es diesmal nicht hinkriegt, sagst du, ne, dann kriegt das niemals mehr hin. Ne? Und ich weiß ja nicht, wie oft du ihm schon vergeben hast oder gemacht, getan hast. Ja, also du denkst dann so, wenn er es diesmal nicht hinkriegt, dann richte ich mich davon ab. Nee, dann schneide ich mich von der ganzen Sache ab und trenne mich ab. Na? Okay, dann möchten wir jetzt mal wissen, weil das ist jetzt ausschlaggebend, was er denn für einen Flügelschlag mit dem Glückskäfer nach außen macht. Was macht der Mensch in deine Richtung nach außen auf dich zu? Der will eine Liebe stabil machen. Guck dir das an. Guck dir das an. Der will eine stabile Liebe mit dir haben. Ja, das ist sein Wunsch. Guck dir das an. Das ist sein Wunsch. Und er hat ganz tiefe Gefühle. Er wird dir zeigen, und das ist wow. Das freut mich schon wieder für den einen oder anderen, wenn das dann so kommt. Dieser Mensch ist bereit, mit dir in eine feste Verbindung reinzugehen oder zumindest in eure Verbindung wieder eine Festigkeit reinzubringen hier mit dem Herz und mit den Anker. Der, ihr seid ganz, ganz fest verankert ineinander und hier sind ganz tiefe Gefühle im Spiel. Na, hier sind sehr, sehr tiefe Gefühle im Spiel und er wünscht sich diese Tiefe bei dir und ihm. Na, das wünscht er sich. So, jetzt schauen wir mal deinen Flügelschlag in seine Richtung an. So, was möchtest du denn in seine Richtung hier von außen auf ihn zu machen? Ich habe hier so das Gefühl, dass du mit der Vergangenheit Frieden schließen möchtest. Das kam mir nämlich gerade rein. Du möchtest mit der Vergangenheit Frieden schließen. Du möchtest dir auch das alles klarstellen. Na? Ja, und hier kommt die Friedenskarte raus. Na? Also hier soll mit der Vergangenheit Frieden geschlossen werden. Vielleicht seid ihr ja hier Freunde. Na? Vielleicht hält man hier noch ein bisschen an der Vergangenheit fest. Ja, aber hier geht es wirklich darum. Du möchtest hier mit der Vergangenheit Frieden schließen. Ja, es kann natürlich auch sein, dass du sagst hier, wir bleiben nur Freunde. Na, das kann auch sein mit dem Hund. Ja, dass dann irgendwie eine Seelenpartnerschaft, eine starke Freundschaft irgendwie aus der ganzen Sache wird. Ja, und dann vielleicht auch nicht mehr. Na, obwohl du hier diese tiefen Gefühle hast, aber du willst halt, du sagst vielleicht auch im ersten Moment, lass uns erstmal Freunde bleiben. Na, mehr will ich jetzt erstmal nicht. Ja, und hier ist eine Begegnung. Also hier wird, du möchtest ihm natürlich hier auch begegnen. Was hat er hier unten noch gehabt? Den Reiter, die Kommunikation nochmal. Na? Ja, na dann, dann schauen wir nochmal mit den Under the Roses Lenemore rein, wie das Ganze dann mit euch weitergehen wird. Na, in der nahen Zukunft, wie geht es dann weiter mit euch? Wir haben hier, hier wird Klärung passieren. Also hier kommt auch wieder die Zahl Nummer 11. Hier wird etwas geklärt, was mit einer verstrickten Sache zu tun hatte, vielleicht auch mit der Öffentlichkeit, vielleicht ging es da aber auch um andere Frauen. Na? Und dann wird man hier eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung lasse ich jetzt offen für euch. Vielleicht erfahren wir das ja dann in der nächsten Woche am nächsten Samstag. Na? Och, guckt euch das mal an. Und hier ist die Liebe am unteren Kartendeck. Ja. Genau, also sehr, sehr schöne Legung diesmal. Also ich habe hier wirklich das Gefühl, hier möchte jemand, wo etwas mal beendet wurde, wieder in etwas reinbringen mit euch. Ja, in etwas Festes. Na? Und das ist so schicksalhaft gewollt. So, was sagt er dir denn? Er sagt dir, tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort, tu das, was für dich richtig ist. Und die heilige Vereinigung hüte deine Beziehung wie ein Schatz. Was sagst du ihm denn? Du sagst ihm die göttliche Fügung, du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, vertrau darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Dann sagst du ihm, der Neuanfang, ein neues Abenteuer erwartet dich, empfange es mit offenen Armen. Der Neuanfang, lebe deine Träume voller Leidenschaft und die Umarmung. Du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Na? Und dann, was sagt er dir noch mit meinem Liebesorakel? Ich brauche noch etwas Zeit. Du bist aber meine Sonne. Und durch dich weiß ich, was Liebe ist. So, was sagst du ihm noch?
eine noch, komm. Du sagst ihm, du bist nicht allein. Die Freundschaft zu dir bedeutet mir alles. Na? Und du sagst ihm, ich habe aber Angst. Na, das ist dein Misstrauen, ne? Weil du hier noch im Misstrauen bist und noch nicht so richtig weißt, ob du ihm denn vertrauen kannst. So, mein Lieben, ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen Klarheit geben und wünsche euch jetzt ein ganz, ganz wundervolles Wochenende, eine schöne Zeit und dass es euch natürlich hier auch gut geht, meine Lieben. Ciao, ciao.